Heute haben wir aus unserem Heimkino mal unseren AV-Verstärker-Boliden raufgeholt. Das ist der Denon AVC X8500H, Denons Referenz Mehrkanal AV-Verstärker. Da ist alles drin und dran, was man braucht. HDMI-Anschlüsse ohne Ende, 13 Verstärkerkanäle eingebaut, 15 Paar Boxenklemmen. So kann man hier die Boxensetups seiner Wahl problemlos anschließen und wechseln und umstellen und was weiß ich was noch alles. Schon vor 3 Jahren, als wir die Kiste getestet und dann bei uns im Heimkino in Betrieb genommen hatten, war HDMI 2.1 schon ein Thema. Nur, es war die ganze Zeit am Stocken. Und letztes Jahr ist es ja so richtig hochgekocht. Volle Videobandbreite für 8K oder 4K bei 120 Hertz, wie es bei modernen Gaming wichtig ist, ist natürlich Schwerstarbeit für die Chips und da gab es dann doch einige Entwicklungsverzögerungen. So kam die Kiste dann auch mit klassischen HDMI 2.0 Anschlüssen daher und jetzt liefert Denon nach. Um die Referenzkiste, die rein audioseitig natürlich sehr potent ausgestattet ist, auch in Sachen HDMI auf den allerneuesten Stand zu bringen, gibt es von Denon nun ein Upgrade-Kit. Und das werden wir jetzt in unsere Kiste einbauen. Wir haben die 8 Schrauben jetzt entfernt und dann lässt sich der Deckel auch ganz leicht abheben. Und alles dreht sich um diese im Verhältnis zum Gerät eigentlich relativ kleine Platine. Sie wird unseren Referenz-Heimkino-Verstärker nun endlich HDMI 2.1 fähig machen. Um es genau zu sagen, mit dieser Platine bekommt unser Referenz-Verstärker nun einen HDMI 2.1 fähigen Eingang und 2 HDMI 2.1 fähige Ausgänge. Wenn wir uns die beiden Platinen mal im direkten Vergleich ansehen, dann sieht man, dass auf der rechten Seite hier von mir aus gesehen eigentlich kaum etwas geändert wurde. Was sofort ins Auge springt, ist hier ein massives Kühlblech, wo die leistungsfähigen HDMI 2.1 Chips darunter sitzen dürften. So, jetzt nochmal der Blick auf die Rückseite. Wenn das Board umgebaut ist, wird dann der Eingang Nummer 7 und diese 2 Hauptausgänge HDMI 2.1 fähig sein. Und was uns jetzt beim Umbau als allererstes blüht, ist, dass wir alle akribisch verschraubten HDMI-Ports nun öffnen müssen. So, für alle Bastelfreunde jetzt natürlich noch der obligatorische Hinweis. Natürlich wird das Upgrade von Denon im Fachhandel durchgeführt. Wer selber unbedingt Hand anlegen will, auf jeden Fall das Gerät vom Strom trennen, dass dann nichts passieren kann. Also im Großen und Ganzen ist die Platine jetzt weitgehend gelockert. Jetzt geht es noch dran, die ganzen Steckverbindungen zu entfernen. Alter Bastler-Trick, wir haben natürlich alles auf Video. Zu Hause schadet es nicht, wenn man vor dem Ausbauen noch schnell ein Foto macht, dass man später auch alles wieder richtig einsteckt. Da geht immer ein bisschen der Puls hoch, wenn man das nicht jeden Tag macht. Aber alle Verbindungen sind gelöst, die Platine liegt soweit frei und jetzt können wir sie einfach auswechseln. Okay, da ist das alte Ding. Könnt ihr morgen auf eBay steigern? Okay, und jetzt versuchen wir, das Ganze hier wieder vorsichtig einzusetzen.
Das neue Board ist nun fest verschraubt und komplett verkabelt. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch, den Deckel zuzumachen und hoffen, dass auch wirklich alles gut funktioniert. Das Gerät geht jetzt als allererstes zu Denon und wird dann neu konfiguriert. Und dann geht es weiter, hier auf unserem Kanal. Wenn ihr wissen wollt wie, dann abonniert uns am besten.